Fortuna Düsseldorf holt sich wichtige 3 Punkte im Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Die Volksbank Düsseldorf Neuss AG präsentiert den Fortuna Talk nach diesem Spiel. Und ich freue mich sehr, dass Marcel Sobotka da ist. Cello, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Jawohl, danke. Wie war die Stimmung in der Kabine? Ich kann mir vorstellen, sehr gut. Ja, Siege sind halt durch nichts zu ersetzen. Ne? Also klar, wenn du gewinnst, zweiten Heimsieg in Folge, tut schon gut. Was hat dieser Trainerwechsel mit euch gemacht? Oder anders gefragt, was läuft besser? Wir gewinnen Spiele. Das ist so der Unterschied. Also klar, wir haben jetzt 2 Tore geschossen, 3 Tore geschossen. Das ist klar, wenn du Spiele gewinnen willst, musst du halt vorne Tore schießen und hinten dann auch die Tore verhindern. Also es ist uns einfach gut gelungen, dass wir den Gegner unter Druck gesetzt haben, dass wir uns Chancen rausspielen. Ich glaube, da haben wir trotzdem noch Verbesserungspotenzial, dass wir dann nochmal eher vielleicht das Ding zumachen. Aber im Großen und Ganzen 3-1 gewonnen, das ist die Hauptsache. Also wenn ich die Frage andersrum stelle, was könnte besser laufen, dann würdest du sagen, einen nachzulegen in der ersten Halbzeit wahrscheinlich, ne? Ja, also am Anfang haben wir schon große Chancen, wo wir wirklich dann 2-0 in Führung gehen können und dann das Gegentor ist auch so ein bisschen unnötig, da mal eine Phase gab, wo wir es dann wirklich nicht so gut gemacht haben, wo wir dann mit dem Ball zu schludrig waren, sage ich jetzt mal, dass wir nicht den Ball gehalten haben. Normalerweise könnten wir am 2-0 mehr Kontrolle haben, haben wir den Gegner so ein bisschen eingeladen wieder. Ja, aber zum Glück ist es am Ende dann gut gegangen. Es gibt so viele Floskeln, den Bock umschmeißen, Initialzündung, wie auch immer. Aber ist das wirklich so im Fußball, dieser Sieg gegen Schalke, dass man einfach das so mitnimmt in so eine Partie auch heute? Denn ihr wart ja von der ersten Minute an, also Einsatz, Kampf, Wille, Leidenschaft, alles war da. Ja, es klingt halt immer so simpel, aber trotzdem ist Fußball auch eine riesige Kopfgeschichte. Und wenn du dann wirklich davor gegen Kiel eigentlich wirklich ein ordentliches Spiel machst und dich da nicht belohnst und dann in der 90. nochmal einen Rückschlag kriegst, das ist nicht einfach. Und dann letzte Woche wieder das Gegentor zu kriegen, obwohl wir eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt haben, ist dann auch nicht einfach. Aber so wie wir dann aus der Halbzeit rausgekommen sind, das direkt zwei Dinger gemacht haben, dann mit den Fans im Rücken und heute dann direkt das 1-0 vorgelegt haben, klar hast du Selbstvertrauen und dann haben wir es auch gut gespielt. Auch die Tore dann doch zur richtigen Situation, zur wichtigen Situation. Kommen wir vielleicht auf diese Elfer-Situation, da warst du ja direkt beteiligt. Wurde nochmal gecheckt, ob der wirklich innerhalb des 16ers war. Wie hast du die Situation gesehen und erlebt? Ja, ich habe die Bilder gerade nochmal gesehen. Ich glaube, da sieht man weniger Kontakt, aber berührt mich schon unterm Fuß ein bisschen. Ja, kann man, glaube ich, geben. Ist okay, wenn er nicht gibt, dann würde ich mich auch darüber aufregen. Ja, also ob er jetzt drin oder draußen halt war, ist eine schwierige Geschichte. Ich stand ja drin, aber ob der Fuß dann halt oder der Kontakt im 16er war, das war so entscheidend. Aber er hat ihn gegeben für uns, wir haben 2-0 gemacht und es war sehr wichtig. Bei der Pressekonferenz wurde es auch gerade schon mal thematisiert, der Schütze, Ruven Hennings ist eigentlich der Elfmeterschütze. Dann gab es den Austausch mit Daniel Ginzek. Wie hast du das erlebt und wie wird sowas in der Kabine vorher besprochen? War das wirklich in dem Moment ein, in Anführungszeichen, Geschenk von Ruven oder hat Daniel einfach gesagt, ey, ich fühle mich gerade gut, nimm uns da mal mit auf den Platz? Ja, also bis vor kurz, bevor er das dann freigegeben hat, haben auch alle gesagt, Ruven schießt und auf einmal hat er ihm dann Gini gegeben. Also, er blieb ja auch stehen, ne? Er blieb 2 Meter dahinter stehen. Wir haben auch gesagt, schießt er jetzt oder schießt er nicht? Also wer geht jetzt? Ich glaube, das war dann eine Absprache zwischen den beiden. Ich glaube, Ruven ist schon der etatmäßige Schütze, hat er auch öfters mal getroffen in letzter Zeit. Wenn sie sich dann so absprechen, dass Gini sagt, fühlt sich super und dann reinhaut, ist ja auch völlig okay. Das ist eine Sache zwischen den beiden dann, solange es dann nicht irgendwie eine Diskussion gibt wie bei anderen Vereinen, dann ist es auch okay. Die Diskussion hätte es nur gegeben, hätte er nicht getroffen, aber das hat er wunderbar verwandelt. Gehen wir noch mal ein paar Minuten zurück. Der Trainer hat eben gesagt, man wünscht sich, dass man als Trainer in der Halbzeit nochmal die richtigen Worte findet, sagte Daniel Thun. Was hat er denn gesagt? Ja, dass wir gute 35 Minuten gespielt haben und dann die letzten 10 Minuten wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu schludrig waren. Also wo wir dann wirklich auch teilweise Aue so ein bisschen eingeladen haben, dann zu hektisch nach vorne gespielt, nicht so viel Ballbesitz gehabt, wo wir einfach ein bisschen ruhiger bleiben müssen. Und dass das Spiel halt noch nicht gewonnen ist, klar, es ist nur 1-0, dass Aue nochmal alles nach vorne schmeißt, das war uns auch klar. Klar, und dass wir dann kurz nach der Halbzeit dann direkt das 2-0 machen, das war für uns wichtig und für Aue dann auch dementsprechend, dass der Vordrang vielleicht ein bisschen gestoppt ist von denen. Wir können jetzt schon wieder so ein bisschen auf die Tabelle gucken. 13. Platz, das sieht schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Vielleicht nicht unbedingt mit den Ambitionen, in denen man in die Saison gegangen ist, aber zwischendurch sah es schon ganz anders aus. Also kurzer Blick nach vorne, Regensburg als nächster Gegner. Ja, wir haben jetzt 2 Siege geholt. Klar, ist für den Moment gut und heute können wir auch damit zufrieden sein, von mir aus morgen nochmal, aber es ist ein Punkt auf den Relegationsplatz. Also wir haben jetzt noch nichts gewonnen. Die Saison geht noch 11, 10 Spiele, ich weiß gar nicht so genau. Da sind noch eine Menge Punkte zu vergeben.
Und das ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Also müssen da schon noch ein paar Spiele gewinnen. Vor allem Regensburg jetzt auch eine gute Hinserie gespielt. Jetzt die letzten Spiele ein bisschen geschwächelt. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, in Regensburg noch gar nicht gewonnen, wenn es so, glaube ich, nach Statistik geht. Von daher haben wir da auch noch ein bisschen was gut zu machen. Hat sich im Ablauf für euch jetzt etwas geändert? Also in der nach dem Spiel jetzt, was das Thema Pausen angeht? Also wird morgen trainiert? Oder also gibt es da irgendwelche Veränderungen? Oder ist da einmal ist eigentlich der Flow der gleiche? Ja, wir haben schon nach 3 Tagen freigefragt, aber Trainer hat gesagt, wir müssen trotzdem morgen ein bisschen ackern. Nee, also der Ablauf ist der gleiche. Natürlich dann morgen die nicht gespielt haben, machen ein bisschen mehr. Die heute viel gespielt haben, machen ein bisschen weniger. Dann der freie Tag danach und dann trainieren wir wieder doppelt. Und dann beginnt schon wieder die Vorbereitung auf Regensburg. Genau, dann sind alle Spiele analysiert und der nächste Gegner steht auf dem Plan. Cello, alles Gute, vielen Dank. Nochmal Glückwunsch an die Jungs für wichtige 3 Punkte. Und ja, wir gucken guten Mutes nach vorne zur nächsten Aufgabe. Und vielleicht seid ihr ja auch mit dabei beim Auswärtsspiel dann in Jahn Regensburg oder bei Jahn Regensburg. Ansonsten sehen wir uns dann hier wieder zur nächsten Heimaufgabe. Danke dir, das war unser Fortuna-Talk, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss AG mit Marcel Sobotka.